Als Teil der UNO-Weltwoche der interreligiösen Harmonie organisierten die Vereinten Nationen in Genf zusammen mit der Botschaft Jordaniens, der Organisation für islamische Zusammenarbeit, der Christlichen Vereinigung der Vereinten Nationen, dem Malteserorden und dem Heiligen Stuhl diese Veranstaltung mit dem Titel Frieden durch interreligiöse Harmonie voranbringen. Diese besondere Veranstaltung geht auf eine Initiative des Königs von Jordanien im Jahr 2010 zurück und ist eine der sehr seltenen Anlässe, bei dem die Vereinten Nationen selbst etwas arrangieren oder organisieren, das mit Religion zu tun hat. Ich würde sagen, das gibt es jetzt öfter und viele der Beteiligten innerhalb der Vereinten Nationen sind der Meinung, dass das Gespür für religiöse Themen zugenommen hat. Religion wird als solche anerkannt. Das ist ein wichtiger Punkt, der zumindest nicht ignoriert werden kann. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, konstruktiv zu sein, unsere Meinung zu sagen und hoffen, richtig verstanden zu werden. Wir stehen vor einer bestimmten Frage, die uns vielleicht noch jahrelang beschäftigen wird, nämlich ob eine Organisation, eine Regierung bestimmen kann, was moralisch ist und was nicht. Eine Organisation vielleicht, aber Regierungen? The Holy See is part of the United Nations. Wir, der Heilige Stuhl, sind Teil der Vereinten Nationen. Wir würden uns wünschen, dass die internationalen Organisationen und auch die Vereinten Nationen sich in die Sicht der religiösen Organisationen einfühlen und diese auch zu verstehen versuchen. Deshalb wiederholen wir auch stets unsere Position, wenn zum Beispiel internationale Organisationen versuchen, unsere Gesellschaft zu verändern und sogenannte Sozialtechnik zu betreiben oder ein neues Familienmodell einführen zu wollen oder neue Beziehungsmodelle für Menschen. Wir können schon sagen, dass wir hier sind, um etwas anderes einzubringen. Und ich denke, aus diesem Grund werden wir akzeptiert und auch richtig verstanden. Jeder Mensch beschäftigt sich mit seiner kulturellen, sozialen und religiösen Umgebung. Dies hat eine besondere Bedeutung für Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Sie besinnen sich ihrer traditionellen Wurzeln und suchen eine Umgebung, die sie ein Zuhause nennen können. Ohne das in Frage zu stellen, denn ich stimme zu, aber ist nicht die einzige ideale Umgebung die, wo alle diese Elemente vorhanden sind, die Orte, wo diese Menschen herkommen? Ich würde sagen, dass Menschen auf der Flucht, Vertriebene, immer nur mit dem Nötigsten zurechtkommen. Sie haben sonst nichts. Sie bleiben bei dem, was sie als wichtig erachten. Und wie sie sehen, halten sie an ihren Traditionen und an ihrer religiösen Identität fest. Die facettenreiche Veranstaltung warb für eine gemeinsame Basis der Liebe zu Gott oder dem Guten und Liebe zum Nächsten. Eine Botschaft, die alle einlädt. Let us join then. Let us join our forces to counter discrimination. Also lassen Sie uns mit vereinten Kräften gegen Diskriminierung arbeiten und die Wurzeln der Ignoranz überall auf der Welt angehen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Gibt es denn einen Willen? Wissen Sie, wir müssen kritisch sein, aber nicht zu kritisch. Ich denke, die Menschen sind sehr sensibel und die Reaktionen der Regierungen auf diese Sensibilität durchaus unterschiedlich. Im Moment ist die Stimmung an manchen Orten sehr negativ, aber ich denke, die Sensibilität der Menschen wird sich irgendwie neu einbalancieren. Der Wille also, ich denke schon, dass er vorhanden ist. Wir müssen ihn wenigstens öffentlich bewusst machen. Denken Sie, dass die Weltwoche der interreligiösen Harmonie auf das System der Vereinten Nationen einwirkt? Ich meine, dass es zeigt, dass die Vereinten Nationen sich bewusster werden, dass ein unverzichtbares Thema ist, das wir nicht umgehen können. Nicht nur die katholische Kirche trägt zu diesen Bemühungen bei. Die Weltwoche der interreligiösen Harmonie will die Botschaft von Harmonie und Toleranz unter den Anhängern aller Weltreligionen, Glaubensrichtungen und Überzeugungen verbreiten.